Dann komm schon. Schlag ihn in die Fresse. Lass ihn deine Faust schlucken. Soll er an seinen Zähnen ersticken? Hol hier in die Fresse, Weißer. Hau ihn zu Brei. Schlag ihm in die Fresse. Lass ihn deine Faust schlucken. Komm schon, komm näher. Zeig dem dämlichen Sack nicht, wo sein Platz ist, unter Tisch. Hau den beschissenen Bastard um, Paps. Wenn du es nicht tust, tu ich es. Zum kalten, fernen Ufer muss ich fahren. Übers finstere, weite Meer werde ich fahren. Ich lasse dich da heimbringen. Hol dir die Fresse, Weißer! Hau ihn zu Brei! Übers finstere, weite Meer werde ich fahren. Na komm schon. Hol hier ihm die Fresse, Weißer! Hau ihn zu Brei! Am kalten, fernen Ufer. Du bist fort. Übers finstere, weite Meer. Du bist fort. Dort ließ ich zurück den Schmerz. Verbannte dich auf meinen Herzen. Hau den beschissenen Bastard! Komm schon, komm näher. Wenn du es nicht tust, tu ich es. Zeig dem dämlichen Sackgesicht, wo sein Platz ist, unterm Tisch! Hau den beschissenen Bastard um, Paps. Wenn du es nicht tust, tu ich es. Zum kalten, fernen Ufer muss ich fahren. Das finstere, weite Meer werd ich fahren. Ich lasse dich daheim. Du hältst mich für gemein. Ich reiß dir den Lüsshaft, du Mann. Hol ihn in die Fresse, Weißer. Hau ihn zu Brei. Deine Tochter soll eine Künstlerin von uns werden. Bist du sicher, dass die Göttin sie will? Freya hat ihm gesagt, was zu tun ist. Und ich sage, er spricht mit den Göttern. Es ist wahr, ich hab's auch gehört. Die Druiden haben es geschafft, den Hut anzudämmen. Aber Fehler. Wer soll diesen Schwachsinn machen? War das genug? Hast echt gut ausgeteilt. Sehe immer noch Sterne. Alles dreht sich wie ein Windrad im Sturm. Wir sind quitt. Du solltest dich bei der Dame entschuldigen. Nichts für ungut, meine Liebe. Ich bin der aufrichtigen Überzeugung, dass Zauberinnen gebraucht werden. Schon gut. Vergiss es einfach. Sehr gut. Männer prügeln sich nun mal gern. Reich mir die Hand, Hexer. Das war's wert. Hexer, lass uns einen trinken. Als Beweis, dass du es mir nicht übel nimmst. Und besuch mich bald. Ich bestehe drauf. Jorund redet dauernd davon, dass er einen Hexer in den Spukleuchtturm bringen will. Tu mir den Gefallen und triff dich in der Taverne bei Arinbjorn auf ein Bier mit ihm. Dann hast du es auch nicht weit bis zu mir. Und wir können was Stärkeres kippen. Auf unseren Nächsten. Nicht böse sein, aber das müssen wir leider verschieben. Ja, wir haben wichtige Dinge zu besprechen. Ihr Landratten seid immer gleich. Habt immer Angst vor euren Weibern.